willkommen zu Einblick ins Gesicht. Heute von Wintje Brunnbauer. Hallo Wintje. Grüß dich, Anne. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Eine ganz, ganz spannende Persönlichkeit. Und bevor wir jetzt hier lang über Wintje sprechen, zeige ich ihn euch erstmal. Ihr kennt das schon. Hier ist Wintje Brunnbauer. Wintje Brunnbauer, wer ist es? Wenn wir jetzt so mal in sein Gesicht sehen, und ich war eben ein bisschen überfordert, als ich sein Gesicht gelesen habe. Ich weiß, und ihr wisst es gleich auch, dass wir in diesem folgenden Gespräch nicht davon ausgehen können, dass wir sehr viel über Wintje persönlich erfahren. Warum ist das so? Er hat den sogenannten Millionärsmund. Auf den kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Der sagt uns aber vor allem, dass Wintje nicht so gerne über persönliche Dinge spricht. Zusätzlich hat er sehr kleine Augen. Das heißt, er liebt es, über fachliche Themen zu sprechen, über materielle Dinge, die greifbar sind. Gefühle, geht so. Zurückliegende, also sehr tiefliegende Augen, das seht ihr auch, die Augen sind ganz, ganz tief in den Höhlen. Das sind Augen von Beobachtern, die alles beobachten und lieber in der Gedankenwelt als in der Gefühlswelt zu Hause sind. So viel wissen wir also schon mal von Wintje. Aber was verrät uns das Gesicht dennoch? Ich sagte es eben, er hat kleine, ovale Augen. Das heißt, es ist ein Mensch, der Details liebt, der die nüchternen Fragen der Welt stellt und kalkulierend auf die Welt reinschaut. Die tiefliegenden Augen, es ist der Beobachter, der mehr in der Gedankenwelt als in der Gefühlswelt zu Hause ist und der ein ganz, ganz großer Tiefschürfer ist. Also wenn man mit ihm in ein Gespräch geht, dann wird man mit ihm vermutlich auch nicht übers Wetter reden, sondern er möchte hinter den Vorhang schauen, er möchte die Dinge begreifen, er möchte sie detailliert begreifen und er möchte sie durchdringen. Die langen, schmalen Lippen, ich sagte schon, er hat einen Millionärsmund. Er trägt sehr viele Dinge alleine. Da sind wir wieder in seiner emotionalen Welt. Wenn er Themen in den Gefühlen hat, dann trägt er die alleine. Er hat aber extrem gute Kommunikationsfähigkeiten, arbeitet faktenorientiert, könnte auch ein sehr guter Vorstandsvorsitzender oder Politiker sein. Mal schauen, was er tatsächlich ist. Große Ohrläppchen. Wintje ist jemand, der ein Mentor ist, der ein Förderer ist, der andere Menschen zum Wachstum verhelfen will. Und er hat in seinem Leben sich angeschafft, dass er den Glauben an die Zukunft eher kultiviert, als Angst davor zu haben. Ich glaube, Wintje hat schon mal mit Ängsten zu tun gehabt. Vielleicht sprechen wir da auch gleich nochmal drüber. Er hatte ja aber transformiert und hat inzwischen den Glauben an die Zukunft kultiviert und arbeitet dafür auch. Zukunft ist grundsätzlich ein ganz wichtiges Thema für ihn, weil, und deswegen ist dieses Bild hier, er hat das Ohr des Pioniers. Er hat eine sehr, sehr gerade runtergehende äußere Helix. Was sagt uns das? Er ist ein Pionier. Er ist jemand, der Spuren im Schnee hinterlassen soll und Wege gehen soll, die kein anderer gegangen ist. Das ist einer seiner Lebensaufgaben. Er ist selbstständig und unabhängig, möchte auch so arbeiten und erobert gerne und oft unbekannte Gefilde. Last but not least, wenn ihr mal hier schaut, dann seht ihr das, dass er auf der linken Seite, auf seiner persönlichen Seite, der emotionalen Seite, über die reden wir nicht, keine Angst, relativ anliegende Ohren hat. Und auf der rechten Seite, da guckt das Ohr ja so ein bisschen raus. Die rechte Seite ist die öffentliche Seite des Menschen, also auch hier von Wintje. Das Sein nach außen, alles, was in die Öffentlichkeit getragen wird, was offensichtlich sichtbar ist von ihm. Dieses abstehende Ohr auf der öffentlichen Seite verrät uns, dass er einen sehr starken Veränderungswillen hat. Er hat eine treibende innere Unruhe, deswegen ist er auch ungeduldig. Wintje, du darfst gleich. Gleich ist es soweit. Eine treibende innere Unruhe hat, die ihm eben auch so einen gewissen Veränderungswillen mit sich bringt. Und ja, ich glaube, er möchte die Welt ein bisschen verändern und zwar auf Wegen, die andere noch nicht getan haben. Mit fachlichem, beobachtenden und tief detaillierten Blick. Und Wintje, wenn du das alles hörst, wie geht's dir damit? Ja, das Gespräch ist eigentlich schon beendet, weil du hast das eigentlich zu 100% geschafft. warte ganz kurz. Nee, es war jetzt im Prinzip nichts dabei, was jetzt irgendwie Überraschung gewesen wäre oder so, sondern das trifft schon ziemlich genau. Also außer der Lebenswandel, was ich die letzten Jahre, Jahrzehnte gemacht habe, das trifft eigentlich genau den Punkt. Okay, erzähl uns, was machst du? Ja, ich selber
habe ursprünglich mal angefangen, Elektrikerlehre zu machen. Das war von meiner Schwester, war das der Freund, und der hatte gemeint, fang doch mal an, Elektriker zu werden, dann studierst du und später wirst du halt Flugelektriker oder Flugzeugelektriker. Und das war irgendwie zu dem damaligen Zeitpunkt, gerade im Studium, also im Abitur. Und da war das halt so ein, ja, klingt nicht schlecht, warum denn nicht, fliegen hatte ich eh Lust drauf. Habe dann eben als Elektriker angefangen. Allerdings hatte ich dann einmal ein Flugzeug, das war auch so um die Zeit jetzt November, da war ich dann im Flugzeug drin gelegen und hatte irgendwelche Kabel verzogen. Und da war klar, das Job, nein, einfach nein, das mache ich garantiert nicht. Zumal ich auch viel zu groß bin, für das, mich da reinzuknien. Und das war, war da einfach, dann, nee, machen wir nicht. Also war klar, also das mit dem Flugzeug muss man dann mal gucken hinten raus als Prüfer. Aber eben, ich habe dann studiert, habe dann eben aufgrund der Lehre relativ schnell mein Studium abgeschlossen, weil klar war, dass ich auf dem Bau auch keinen Bock hatte. Also war klar, 9 Semester Regelstudienzeit, das wird, ist im Kasten und aus den Augen, aus dem Sinn. Und anschließend halt dann hatte mein, damals am Lehrstuhl gearbeitet, hat der Professor gemeint, dass er die Leute, die da sind oder die als, in dem Fall damals als Hausmeister, also Festl organisiert, Post geholt, also einfach so als Unterstützer, der darf gerne mal ihn promovieren, wenn die Noten stimmen. Das habe ich dann auch in Angriff genommen, mehr oder minder. Und in dem Rahmen hat er ein Projekt in Amerika organisiert. Und da war halt eben dann das klar, dass wenn das in Kalifornien stattfindet, dann muss ich da ran, weil entweder oder gar nicht. Außerdem war natürlich Amerika ist auch das Land des Fliegens. Und da war natürlich klar, die Kombination, die lässt man sich nicht nehmen. Also bin ich da halt im Prinzip relativ naiv darüber gedackelt, mehr oder minder. Mit einem Kollegen sind wir dann da angekommen. Wir als quasi fertige Ingenieure, jetzt geht's los, jetzt kommen wir. Und das war dann innerhalb von diesen, 12, 14 Stunden, hat uns halt so richtig den Teppich weggezogen, also mir zumindest, dass du halt dann da ankommst und anschließend halt einfach wie jeder andere auch behandelt wirst und du denkst dir halt, du kriegst eine Wohnung und das klappt halt einfach nicht. Und das war für mich so mehr oder minder der erste größere Knick, dass du halt dann einfach kommst und jetzt gehört die Welt mir, sondern jetzt bist du mal ausgebremst. Und das Ganze ging dann weiter eigentlich mit der Doktorarbeit, ich war da 3 Jahre in Kalifornien und das war alles ganz nett, aber inhaltlich war das alles irgendwie so möchte gern und kann nicht. Also es war so, Thema war irgendwie nicht hundertprozentig klar, schon klar, aber irgendwie halt, es lief darauf hinaus, eine Prüfungsleistung zu machen. Also sprich, was zusammenzuschreiben, das wird dann benotet und dann kriegst du halt dann deinen Titel. Aber so richtig jetzt Nobelpreis oder nach dem Motto, wir retten jetzt die Welt, jetzt Corona 2, wir machen jetzt den Impfstoff, das nee, leider nicht. Und das war halt dann hinten raus ziemlich zäh, weil ich dann im 4. Jahr am Lehrstuhl wieder akzeptiert wurde. Also beziehungsweise ich war dann ein halbes Jahr am Lehrstuhl quasi als freier Mitarbeiter, also im Sinn von halt, bist halt da, machst halt dein Zeug fertig und habe dann eben eine Stelle bekommen, über die finanziert und dann natürlich der Professor hat gewechselt und der Neue hat gefragt, was machst denn du da eigentlich? Und dann ich halt erstmal so, keine Ahnung, so im 4. Jahr. Da wäre schon ganz, ganz nett, wenn man wüsste, was man tut. Und das war dann für mich so auch so einer von den Aha-Effekten, so im Sinn von, ja, so durchwurschteln, das funktioniert so nicht. Und dann habe ich halt irgendwie so lange rumgebastelt, bis ich am Schluss das Ding im Kasten hatte. Das waren dann 5 Jahre. Und das war auch ziemlich zäh, wo du ständig dieses Schwert über dir hängen hast. Du hast 5 Jahre verplempert. Das Ding muss jetzt fertig werden. Jeder sagt, mach einfach das Ding zu. Wie bei uns halt mehr oder minder dieses Buchprojekt, das wir kürzlich da gestartet haben, da wo du einfach nur 4 Seiten schreibst. Im anderen Fall waren es halt 140 Seiten. Und du halt immer den Anspruch hast, das muss super sein. Das hast du dann natürlich auch. Und du hast ja auch super Dinge. Aber am Schluss, da wird halt gestopselt und irgendwie. Ja. Und dann habe ich halt dann meine Verteidigung. Und dann sagt der andere halt, das war jetzt irgendwie so quasi eine 1-. Wo du sagst, was war jetzt da bitte 1-? Das war ja so mittelprächtig, sage ich mal. Du Streber. Genau. Und da war halt in der Zwischenzeit, nachdem ich dann Doktorarbeit fertig hatte, hatte ich dann, also den Pilotenschein hatte ich damals schon im Abitur mehr oder minder gemacht. Da hat mein Vater mich gefragt, ob ich Lust hätte. Habe ich das einfach, ja, als wissen wir sagen, so ein Bootsführerschein, sage ich jetzt mal, einfach mal das Ding gemacht. Klar, schon aufwendiger, ja. Aber mein Vater hatte auch ein Flugzeug, somit konnte man da so ein bisschen experimentieren. Und dann später war halt, oder vorher hat mein Vater noch gemeint, Berufspilot ist nicht gesund. Das ist einfach, ob man jetzt die 747-Kapitäne von der Lufthansa anschaut, ob man die Geschäftsflieger anschaut, die sind alle ja, fertig. Also da waren viele Leute dabei, die waren halt mit 65, haben die mit 85 ausgesehen. Damals war Fliegen halt noch richtige Handwerk. Also das war nicht bloß reinhocken und Computer drücken, sondern das war richtig Vollgas. Und da hat mein Vater gemeint, nee, also ich möchte nicht, dass du dich da kaputt machst. Und dann zum späteren Zeitpunkt, das war so gerade, wie gesagt, halt da Promotion fertig oder bei der Abgabe, hat damals der Verein gefragt, ob jemand Lust hätte, Nachfolger vom Ausbildungsleiter zu machen. Und dann ging es halt los, gut, wenn ich jetzt da einen Ausbildungsleiter machen würde, müsste ich auch noch einen Berufspilotenschein machen und eine Ausbildung, bla bla. Und dann habe ich gesagt, okay,
das mache ich jetzt einfach, weil das war so auf der Liste gestanden und Bock drauf, aber irgendwie so einen Einstieg nicht gefunden. Vater hat gemeint, das sollst du nicht machen. Und dann war halt der Punkt, jetzt mache ich es halt trotzdem, scheißegal. Aber da ein paar 10.000 einmal geschoben, um da halt die Ausbildung zu machen. Und war auch ziemlich finanziell ein bisschen eine Herausforderung, aber es hat dann schon am Schluss wieder witzigerweise alles irgendwie funktioniert. Und dann bin ich halt genau dann fertig geworden, wie damals halt 2008 die Weltwirtschaftskrise war. Also ich habe Gott sei Dank meinen alten Job nicht gekündigt, sondern ich habe da quasi weitergewurschtelt und dann war halt klar, Ende 2008, so die nächsten 2, 3, 4, 5, 10 Jahre wird da überhaupt nichts passieren. Also frustriert weitergewurschtelt quasi. Und da kommt jetzt, glaube ich, was du vorher gemeint hattest, diese Überzeugung, die Welt besser zu machen. Ich hatte dann, man kann es ja sagen, ist ja einschlägig, ich meine, ich war vorher bei Infineon in Kalifornien für 3 Jahre, also praktisch Siemens Halbleiter Spin-off und hatte aufgrund dessen, weil damals halt auch noch diese Nachwehen waren, 2003, wie ich zurückgekommen bin, hatte ich halt gemeint, ich gehe da nie wieder hin. Also der Verein, der ist für mich gestorben. Das ist typisch deutsch, also im Sinn von, wenn ich einmal verbrannt bin, dann gehe ich da nie wieder hin. Ja. Und witzigerweise hat dann, dann 3 Jahre an der Fakultät gearbeitet, hat dann eine Ex-Kommilitonin gemeint, wir suchen Leute, hast du nicht ein paar Studenten für uns? Und dann war ich halt im damaligen Job auch schon so frustriert, dass ich keine Lust mehr hatte. Aber ich meine, was macht's denn ihr da? Und dann hat es mir ihren Chef vorgestellt und der war so cool drauf, dass er sagt, okay, die ganzen Vorurteile, alles weg, also nach dem Motto, ich fange da trotzdem wieder an, egal. Und dann habe ich halt innerhalb von 4 Jahren halt so eine relativ steile Karriere hingelegt, also irgendwie von Entwickler für irgendwelche Schalter bis hin Marketing, Vertrieb und dann sogar noch in die Unternehmensführung, weil ich halt mich mit meinem Chef geschritten habe, so nach dem Motto, wir streiten uns hier für BlackBerry für 10 Euro im Monat. Ja. Und wo ich gearbeitet habe in der Abteilung, die würden das sogar zahlen, aber irgendwie hast du keinen Bock, mich da das zuzulassen. Kein Bock mehr. Und dann bin ich halt dann quasi hochgelobt worden in die Unternehmensberatung. Ist natürlich jetzt bei mir als Ingenieur ein bisschen eine Herausforderung, Unternehmensberatung, die halt nur gescheite Fragen stellen. Und ich als Ingenieur möchte natürlich, ich gehe von der Lösungsseite an, nach dem Motto, was willst du denn für eine Antwort? Dann stellen wir die richtigen Fragen und kriegst auch die richtigen, dann passt das auch alles. Und da war dann irgendwann der Punkt erreicht, wo das einfach, das hat einfach nicht mehr gepasst. Und wieder glücklicherweise habe ich dann im Rahmen, aufgrund dessen, weil ich die Theorieprüfung relativ schnell und gut bestanden habe, also schnell, falsch, ich habe die Theorieprüfung in einem Sitz bestanden, so muss man sagen. Die Vorbereitung waren 18 Monate, aber egal. Hatte ich eine kleine Firma gegründet, die eben anderen Piloten, Anwärtern durch die Prüfung hilft. Das war so die Motivation. Und witzigerweise habe ich dann bei einer Messe ausgestellt und beim dritten Mal, das war quasi genau im letzten Jahr bei Infineon, kam halt mein Chef an Stand, also mein zukünftiger, also damals zukünftiger Chef, und hat gemeint, ob ich seinem Sohn helfen könnte. Und klar, dann ist man quasi das ins Laufen gekommen und das war dann der Grund, warum ich dann aus Infineon aussteigen konnte und war dann eben in einem kleinen Luftfahrtunternehmen als sowohl als Pilot als auch als verantwortlicher Betriebsleiter tätig. Und so ist es halt dann von Hundertsten in Tausend entstanden. Und jetzt da habe ich irgendwie gesagt, also ich muss mich sortieren. Das war jetzt gerade die Spitze des Eisbergs, also da kann man jetzt nur eine Stunde sprechen. Ja, ich merke schon. Du wirst mir jetzt also erzählen, dass du eigentlich ein kleiner Elektriker warst, über den kleinen Elektriker zum Ingenieur wurdest, dann einen Doktortitel gemacht hast, das alles doof fandest und jetzt Pilot bist. Sozusagen, wo es nicht ganz richtig ist, kleine Elektriker würde ich nicht sagen, ich habe vorher schon Abitur im Gymnasium. Also das war eher so eine Stadtbundeswehr, statt ein Jahr lang quasi nichts tun, war der Gedanke, machst lieber 2 Jahre Lehre, das macht mehr Sinn. Das war so die Motivation, du hast genauso sozialen Kontakt, du wirst genauso vom Gesellen verarscht. Also das hat schon so eine gewisse, wie soll man sagen, Fortbildung. Deswegen sehe ich auch zum Beispiel, wenn ich irgendwo einen Handwerker sehe, ist das nicht irgendwie so ein, in Anführungszeichen, niedriger Mensch, der halt nichts anders kann, sondern das ist schon eine gewisse Kunst und das muss man auch aushalten. Also dann muss man schon auch verstehen, dass das... nicht nur Berechtigung hat, sondern auch... Ich respektiere dich gemeint. Ob der Tatsache, dass man irgendwann mal eine Elektriker-Ausbildung gemacht hat, dann Doktor des Ingenieurwesens ist, wie auch immer das heißen mag, und dann zum Pilot wird. Und ich frage dich, wie viele Piloten kennst du, die einen Doktortitel im Ingenieurwesen haben? Ja, es gibt schon ein paar. Also es ist immer so die Quereinsteiger. Also so ähnlich wie bei mir halt, die irgendwann dann den Job selber... Also entweder genug haben oder genug Geld haben oder einfach keine Lust mehr oder die auch immer und die versuchen dann quasi auch einen Quereinstieg zu machen. Okay. Es gibt relativ viele Ärzte, die das Handtuch geschmissen haben, die halt einfach, ob es auch bei Lufthansa ist, quer eingestiegen sind und da einfach dann befliegen. Das ist also eine zweite... Ich hatte in meiner kleinen Welt existiert ja immer dieses Gefühl, Piloten kann man nur werden, wenn man ein echter Freak ist. Gut, bist du, merken wir. Und wenn man ziemlich schnell
weiß, dass man Pilot werden will. Aber dein Lebensweg zeigt ja, dass es jetzt doch nicht der erste Weg war zum Pilot werden. Und an alle anderen unsere Zuhörer die Information, wenn ihr Pilot werden wollt, dann könnt ihr das tun. Immer. Also das Fliegen ist ein bisschen undankbar, das ist so wie Mopedfahren. Also ich fahre nicht, mein Vater hat auch gemeint, also er hat damals in den 50er Jahren ist er rumgestochen, hat es ein paar Mal aufgestellt und deswegen hat er gemeint, also Mopedfahren ist oder auch Motorrad, das ist keine gute Idee. Das ist in der jetzigen Zeit, das war damals in den 80er, 90er, da gemeint, das ist keine gute Maßnahme, da bringst dich eher um. Und deswegen ist das schon nicht ganz ohne. Beim Fliegen ist es so, dass da einfach, wenn man da einmal mitgeflogen ist, dann entweder man hasst es oder man liebt es. Also das ist jetzt nicht so, entweder ich packe das überhaupt nicht, weil mit Bewegen und mit schlecht und ich habe da keine Lust drauf. Nein. Oder man sagt halt, boah, geil. Und dann ist man einfach drin. Und dann ist aber scheißegal, was es kostet. Dann wird dann einfach hinterher gebuttert, weil es einfach, ja, das ist halt so diese. Beim Fliegen ist das halt geil, weil du einfach in der Zeit, wo du in der Luft bist, vergisst du alles. Also das ist einfach, du konzentrierst dich bloß nur aufs Fliegen. Also du musst dich konzentrieren, weil sonst bist du halt auch tot. Also nicht, weil du jetzt dich durchkonzentrierst, aber das ist halt wie beim Autofahren. Wenn du das erste Mal ins Auto eingestiegen bist und das erste Mal irgendwie rumfährst, da bist du auch nur gucken, kommt da irgendwo ein Auto, kommt da ein Ball rollt da ein Ball hinterm Auto hervor. Ja, ab und zu schon, aber nicht immer. Und das ist so ähnlich beim Fliegen, dass du weißt jetzt nie, was um dich herum passiert. Du musst immer ein Stückchen weit vor dem Flieger fliegen, geistig. Und damit bist du da beschäftigt. Und das ist halt schon in der jetzigen Zeit eine Tätigkeit, ein Hobby, das schon ziemlich geil ist, weil du halt einfach dich mal für ein paar Stunden oder ein paar Minuten komplett rausziehen kannst, komplett flüchten kannst. Wenn du natürlich dann gelandet bist, bist du natürlich wieder bei allen Problemen. Dass Piloten ein Hobby sind, weil wenn ich meine Reisen zukünftig wieder mache, ich will nicht, dass das nur ein Hobby ist. Ja, es ist schon, ich würde sagen, Hobby ist vielleicht der falsche Ausdruck, das ist eine Leidenschaft. Also das ist so dieses, mein Reiz beim Fliegen ist halt, das Flugzeug nachher wieder so hinzustellen, wie ich es mitgenommen habe. Also dass man es benutzen kann. Ich meine, es ist nicht bloß ein Ziel, dass ich überlebe. Das ist mal das Mindestziel. Aber es geht darum, dass ich im Prinzip halt dieses brutal komplexe System, das halt nicht bloß überbestimmt ist, sondern jenseits, eigentlich könnte es gar nicht funktionieren. Das ist wie so eine Hummel, die eigentlich gar nicht fliegen kann physikalisch, weil die Flügel viel zu klein sind und trotzdem schafft es. Und genauso ist es da auch, aber es ist nicht wegen dem Technischen, sondern einfach, du kannst so viel kaputt machen in dem Ding. Du kannst da 6, 7, ja, fast schon 8-stellig kannst du da Geld vernichten, wenn du mal das Falsche machst. Gleichzeitig schaffst du es aber, alles doch so durchzuführen, dass das am Schluss zum Erfolg führt. Und diese Genugtuung, dass du das im Griff hast, das System, das ist eigentlich so der Reiz, diese Herausforderung. Dass du, also ich bei so einer A380, gut, da kann ich jetzt nicht ganz mitreden, aber da hast halt 20 Leute, die halt 15 Stunden lang von A nach B ballern und irgendwie alle doch am Schluss zufrieden sind. Du stellst den Flieger ab, so wie du ihn vorher genommen hast, und die nächste Crew nimmt das und macht das gleiche gleich nochmal. Und somit wird insgesamt Geld verdient. Und diese Herausforderung, dieser Thrill, das ist genau die Herausforderung, das ist die Leidenschaft, die dich da antreibt. Aber Vintje, jetzt bist du ja jemand, das haben wir ja gerade schon festgestellt und das beweist du ja mit all deinem Sein. Du redest gerne und viel und über fachliche und materielle Themen großartig. Was ich mir vorstellen kann, und ich weiß ja auch, dass das dein Thema ist, als Pilot hat man ja eine unfassbare Verantwortung. Also das mag ja sein, dass man da 8-stellige Beträge in den Wind schießen kann oder nicht, in Anführungsstrichen, oder vielleicht auch wortwörtlich. Aber es geht ja auch um die Menschen, die du beförderst. Und diese Verantwortung, die ist ja, also ich stelle mir das total schwer vor. Und ich stelle mir das unfassbar schwierig vor, dem standzuhalten. Ja, ich sage mal so, es gibt eine Phase, da wird es einem bewusst. Aber im Großen und Ganzen gehört zur Tätigkeit dazu. Ich meine, wenn ich sage jetzt mal analog als Elektriker irgendwo eine Schraube festziehe und da sind da 230 Volt drauf und wenn jemand hinlangt, ist nachher tot, dann muss ich auch eine gewisse Verantwortung haben, dass ich das alles gewissenhaft mache. Und beim Fliegen ist es halt so, ich fange ja sowieso normalerweise erst als Co-Pilot an. Das heißt, ich steige nicht einfach ein und bin sofort der Oberchief Commander, sondern ich fange erstmal ganz, ganz vorsichtig an. Und ich sage mal, je größer die Firma, umso länger dauert es, bis du nach links rutschen kannst, sprich auf den Kapitänssitz. Und in der Zwischenzeit hast du so viele Verfahren, so viel gesehen, dass wenn es dann soweit ist, dass du dann dich so vorbereitet hast, als dass dir eigentlich, da geht es dann bloß noch darum, dass du halt nicht mehr der Zweite bist, sondern du bist halt der Erste, der dann auch in Anführungszeichen verantwortlich ist, sprich unterschreiben muss. Da bist du dann bewusst, dass du jetzt wirklich, wenn es jetzt Bums macht, bist du nicht bloß fällig, sondern die werden dich irgendwo aufhängen. Das ist einfach der Deal. Aber dann, das dauert dann vielleicht irgendwann ein halbes Jahr und dann ist das klar, dass das auch keine Option ist. Also du machst alles, was notwendig ist. Du weißt, wie die gerichtlichen Situationen sind. Du bereitest den Flug so vor, du machst die Durchführung, das ist alles. Da ist auch beim Fliegen ist es eigentlich relativ einfach, weil die,
die, wie soll man sagen, die Ränder, wo du dich bewegst, sind relativ eng gesetzt. Das heißt, du kannst eigentlich nicht viel verkehrt machen. Oder sagen wir so, wenn du was verkehrt machst, ist sofort offensichtlich. Das heißt, du, ich denke, in so einem, wie soll man sagen, relativ engen Korridor. Das heißt, du weißt genau, wo es ist in der normalen Berufswelt. Da kannst du ja alles jederzeit machen. Das ist noch viel schlimmer, weil du ja im Nachhinein, warum haben wir das gemacht, hören kannst. Und das hast du beim Fliegen nicht, weil da ist ja offensichtlich, du hast das ja vorher gewusst, dass wenn du das so machst, kriegst du einen auf den Deckel. Deswegen ist es ein bisschen schwierig zu vergleichen. Allerdings sind die Resultate im zweiten Schritt, wenn du dann was ins Sand setzt, sind dementsprechend heftig. Deswegen ist das halt so, eigentlich das System ist per se einfacher, aber die Resultate sind umso schlimmer dann. Das macht es halt im C. Und jetzt, ich bleibe jetzt trotzdem bei der Frage, wenn du dann in den Flieger steigst und weißt, dass hinter dir, weiß ich nicht, wie viele Passagiere sitzen, denkst du überhaupt noch drüber nach, dass die Menschen da sitzen oder fokussierst du dich ganz klar auf die Details, die wichtig sind, anhand deiner kleinen Augen und sagst, ich weiß, dass ich Verantwortung trage, ein Teil in mir trägt Verantwortung, aber ich blende das aus. Ja, du blendest es schon aus. Also es ist eher so ein, wenn ich überlebe, überleben alle anderen auch. Und es geht nicht bloß ums Überleben, sondern es geht darum, dass ich meinen Schein erhalte. Also dafür sollte ich eigentlich keinen Blödsinn machen. Das ist so, wenn du ins Auto einsteigst, denkst du nach, dass du jemanden umbringen könntest, wenn du ins Auto einsteigst? Nee, aber ich habe da auch keine 200 Leute, oder? Nein, aber du hättest, was weiß ich, zum Beispiel zwei Kinder, die im Ball hinterherlaufen und du ballerst da halt entlang, gibst gerade eine Kassette auf und dann hast du zwei Kinder zusammengefahren. Ich meine, das ist analog. Jetzt ist halt die Frage, wie bereitest du dich geistig vor, dass du einfach sagst, okay, in der 30er-Zone, damit hat eben nicht im Fußraum nach irgendwelchen Kassetten gehüllt, sondern da wird einfach mal zum Fenster rausgeschaut. Und wenn du auf der Autobahn dann fährst, also wenn die ganze Autobahn leer ist, dann ist das eine ganze Baustelle. Und so ähnlich ist es da auch. Also du hast halt gewisse Standardverfahren und die hältst du halt einfach ein. Und ab und zu ist halt schon so der Drang oder die Versuchung, dass du dich ein bisschen aus diesem Korsett rausbewegst, indem du halt deinen Kollegen irgendwie erzählst, wie es halt gestern, keine Ahnung, beim Fernsehen oder du warst auf einem Fest oder was auch immer. Und dann musst du halt bewusst sein, dass wenn du das jetzt machst, das keine gute Idee ist. Das kannst du dann eine Viertelstunde später, wenn wir woanders sind, aber nicht jetzt. Und so, die Verfahren sind so, ich würde sagen, eng, dass du aus der Nummer gar nicht rauskommst. Also das ist die Wahrscheinlichkeit, ich sage mal, wenn du natürlich deine Persönlichkeit so ist, dass du ja sowieso irgendwie so ein, ich würde nicht sagen Tausendsassa, aber so geistig ein bisschen verwirrt bist, wenn du das nicht kapierst, dann ist auch vielleicht der Job dann der falsche. Aber im Großen und Ganzen hast du, wie soll man sagen, durch die Verfahren wirst du durch die, ja, kann man fast sagen, Verantwortung durchgeleitet. Das heißt, Verantwortung ist ja auch, wenn du zum Beispiel feststellst, da ist irgendwas kaputt und dann muss das repariert werden. Oder es ist was kaputt und dann muss das ausgesprochen werden, dass es kaputt ist. Da wird nicht irgendwie so, ich weiß was, aber ich sag nichts, sondern da muss man das dann artikulieren. Und das sind einfach die Verfahren, die werden teilweise vom Gesetzgeber vorgegeben und die macht man einfach als Good Airmanship. Da ist ja halt was kaputt, das ist ja halt einmal so, wie es war, scheißegal, wir müssen es reparieren in Zukunft. Jetzt haben wir das Problem, jetzt müssen wir mit dem Problem arbeiten. Und das ist halt einfach so ein Verfahren, die machen das viel einfacher. Also das ist nicht so, als dass du dann, wie soll man sagen, da überrascht wirst. So, was zwar ein Mann im Kofferraum, wo kommen die jetzt auf einmal her? So, das ist einfach, das gehört dazu. Das ist sozusagen das gesamte System. Und da geht es nicht darum, dass du Leute, wie soll man sagen, Verantwortung umbringst oder so, sondern es geht eigentlich darum, dass du deinen Job verlierst. Das ist eigentlich, was dich antreibt. Weil wenn du da mal einen Blödsinn machst, dann kann da passieren, dass du den ersten runden Strich kriegst. Und wenn du dann nochmal einen Blödsinn machst, dann zweiten und dann bist du halt draußen. Jetzt hast du über Jahre hinweg brutalen Aufwand betrieben, sowohl vom Geistigen her, finanziell, dass du diesen Job machen kannst. Ja, und auf einmal haben sie dich gekündigt. So, und jetzt, was machst du jetzt? Aber also, jetzt muss ich doch mal kurz interagieren. Also zwei Fragen. Beziehungsweise vielleicht ist es eine. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, ich weiß jetzt nicht, wie ich mich das nächste Mal im Flieger fühle und hoffe dann einfach, dass der Mensch ehrgeizig genug ist, um seinen Job nicht zu... Da wird schon auch rausgefiltert, wenn das nicht ist. Also das ist kein Problem. Also da sind im Prinzip nur die richtigen Leute vorne. Jetzt auch von dem einen Kollegen da mit der Germanwings da in Frankreich. Das war so eine Sonderausnahme, sage ich mal. Aber das war schon ein extremer Fall. Also das war ganz extrem. Aber ansonsten sind da alle durchgängig. Aber heißt es, dass Verantwortung im Grunde genommen eine gewisse Prozesstreue und ein Time-Management bedeutet? Ja, schon. Also ich sage mal, Prozesstreue im Sinn zu verstehen, warum der Prozess da ist und was er für einen Mehrwert hat. Okay. Also wenn ich nur einen Prozess habe, der einfach da ist, weil halt irgendjemand den sich ausgedacht hat, dann ist das alles ganz nett. Aber ich weiß nicht, warum ich das eigentlich mache. Wenn ich aber die Problematiken verstehe, den der Prozess eigentlich vermeiden soll, dann weiß ich, wann ich welchen Prozess ausführen kann. Weil ich habe halt beim Fliegen zum Beispiel, das ist ja nicht ein festgelegtes Schema, das durchgeführt wird, sondern ich habe ja ständig irgendwelche Änderungen. Und wenn ich aber weiß, was ich zu welchem Zeitpunkt machen muss, um dann quasi was zu vermeiden, um einen gewissen Erfolg zu haben, dann kann ich auch das individuell anpassen. Das heißt, es reicht nicht bloß, die Prozesse zu kennen, sondern ich muss ja wissen, was für eine Idee dahinter steckt. Also die Prozesskompetenz.
Genau, Kompetenz, um dann anschließend mit dem Ganzen dann die Situation auch vernünftig abarbeiten zu können. Spannend. Ach, ich finde es total spannend, weil du kriegst es ja wirklich hin, einfach so viel zu reden. Das ist faszinierend, gell? Jeder jammert, dass ich viel zu schnell rede und gleichzeitig, ja, reden wir weiter, passt schon. Also es ist echt, und das macht es halt schwierig. Aber das auch auf gar keinen Fall persönliche Fragen stellen kann, ne? Also das ist so, das ist der beste Schutz, und den Mensch haben kann. Der schafft. Schön, eine Stunde verplempert. Egal. Wir hatten ja vorhin gesagt, du sollst Spuren im Schnee hinterlassen und du eroberst neue Gefilde. Jetzt von dem Doktor, der Ingenieur, davor Elektriker, jetzt Pilot, und du arbeitest ja auch mit anderen Piloten zusammen. Das ist schon alles viel Neues. Aber ich weiß, dass, als wir uns kennengelernt haben, dass du mir einen Satz gesagt hast am Ende, der hieß, ich will die Welt verändern. Oder ich will die Welt retten. Was hast du gesagt? Was ist dein persönliches Retten der Welt? Was ist deine Vision? Also ich sehe halt es gibt relativ viele Zwänge, die man sich aneignet, um sein Leben zu bestreiten. Ich meine, ich brauche einen Job, ich brauche Geld, ich muss das Geld ausgeben, etc. Das ist alles in Ordnung, das muss so sein, ist halt die Gesellschaft, die wir momentan sind. Was halt ein bisschen eine Herausforderung ist, wenn man natürlich ein Opfer spielt. Also im Prinzip sagt, ich habe jetzt den Job und an und für sich gefällt mir der ja gar nicht. Und jetzt habe ich das Problem, dass das irgendwie alles so die Welt ist so ungerecht und jetzt bräuchte ich einen neuen Job, aber irgendwie ist nichts gut genug. Und genau dieses Bewusstsein, da einfach zu sagen, ja, es ist durchaus mal so eine Phase, die vielleicht nicht ganz so optimal ist, aber die muss halt eben genutzt werden, um zu festzustellen, was habe ich da für ein Problem, wo hinkt's denn eigentlich gerade? Gleichzeitig aber auch dann die Welt darauf, also das Universum darauf vorzubereiten, dass ich eben auch andere Sachen machen kann. Also ich habe damals auch, wie gesagt, diese kleine Firma da laufen lassen, das war halt eher so intuitiv, da muss was gehen. Und genau diese kleine Firma hat mich dann aus dem anderen rausgezogen. Also hätte ich das nicht gemacht, hätte nur darauf gewartet, dass jemand auf mich zukommt, das findet nicht statt. Und gleichzeitig natürlich auch dann die Verantwortungsgedanke, also einfach zu sagen, insbesondere in der Tätigkeit, selbst wenn ich da gefangen bin, in Anführungszeichen, also gefühlt gefangen, dann bin ich trotzdem für meinen Job verantwortlich. Das heißt, dann einfach zu warten, bis mein Chef auf mich zukommt, das wird so nicht stattfinden. Auch teilweise von mir selber, weil ich hatte die Erwartung ja genauso. Du hockst da drin und denkst, ja, wenn der Chef keinen Bock hat, dann brauche ich auch nichts machen. Ja. Aber das ist falsch. Der Gedanke ist eigentlich eher, dass ich das Beste daraus machen muss und eigentlich die Konsequenz daraus auch dann tragen muss. Das heißt, wenn ich nicht richtig in die Pötte komme, dann wird die Firma auch nie richtig florieren. Und das hatte ich dann später, wie ich dann in diesem Luftfahrtunternehmen der Verantwortliche war, hatte ich dann versucht, auch den Leuten so ein bisschen beizubringen. Teilweise ist es geglückt, teilweise nicht so. Aber man hat gesehen, das Ganze hat in die richtige Richtung geschaut. Also das ist sukzessive immer besser geworden. Das heißt, wenn man die Leuten vertraut, wenn man den Leuten halt dann auch die Aufgaben an die Hand gibt und einfach sagt, Jungs, das machen wir gemeinsam. Ja. Und selbst wenn du ein Problem hast, dann ist es halt momentan so, dann müssen wir halt einfach die Lösung da so anpassen, dass das hinten raus dann funktioniert. Dann waren die auch dementsprechend gewillter, schlechtere Situationen dann auch auszuhalten. Und genauso dieses Gefühl, nicht bloß jetzt in der Luftfahrt, die ja so ein Teilaspekt ist, sondern auch den anderen beizubringen, dass man im Prinzip einfach sowohl den Chef sagt, pass auf Jungs, ihr habt da Untergebenen, in Anführungszeichen, aber die Untergebenen, das sind keine Untergebenen, sondern das sind Kollegen. Und das muss man irgendwie machen. Natürlich hat der eine mehr Verantwortung wie der andere. Natürlich kriegt der mehr Kohle und so weiter. Ja. Aber zuerst die ganzen Gelder abgreifen und anschließend dann sagen, so, jetzt haben wir keins mehr, jetzt müsst ihr alle leiden. Das funktioniert nicht. Da muss man das quasi anders verteilen. Da muss man auch sagen, pass auf, Junge, wenn du richtig Gas gibst, dann kriegst du auch dementsprechend anschließend richtig Geld dafür oder beziehungsweise eine Anerkennung. Ja. Das ist momentan halt so Standard. Ja, dafür bist du ja da, dass du das machst. Und so diese Gedanken einfach den Leuten näher zu bringen, dass halt eben jeder sich in seinem Job wiederfindet. Ob das dann wirklich funktioniert, das muss man dann individuell schauen. Ich meine, es gibt viele Jobs, da ist das natürlich fragwürdig, wenn jetzt mal böse gesagt, ich Toiletten putze, dann auf den ersten Blick nicht richtig greifbar. Auf der anderen Seite hat das aber doch eine gewisse Verantwortung, weil wenn ich dann im Prinzip das sauber mache, dann kann ich in der jetzigen Zeit Corona zum Beispiel irgendwie besser in den Griff kriegen. Ja. Und so Fragestellungen, das, wo im Prinzip eigentlich schon offensichtlich ist, aber eben nicht so offensichtlich, das ist im Prinzip so mein Traum. Was ist eigentlich die Selbstwirksamkeit dahinter? Was ist die Aufgabe, aus der Opferrolle rauszugehen? Und was ist auch die Sinnhaftigkeit? Was ja tatsächlich alles Säulen der Resilienz sind. Ne? Das ist so. Und auch die Verantwortungsübernahme und auch Verantwortungsabgrenzung. Das alles, dafür stehst du und dafür hast du dein Leben ja auch tatsächlich genauso gelebt, wie du es gelebt hast. Weil du hättest ja auch für immer großartiger Elektriker bleiben können.
Oder auch dich mit einer Doktorarbeit mit 1- zufrieden geben können. Hätte ja alles funktioniert. Und wahrscheinlich auch nicht ganz so unerfolglos. Ne? Ja, aber es ist trotzdem, der Drang ist irgendwie viel größer, da was anderes machen zu müssen. Also nicht einmal ausgesprochen, sondern es ist einfach so dieses intuitive Drang dahin. Das ist, was dann das Ganze antreibt. Ich habe es eben im Vorgespräch gesagt, ich habe noch eine Frage an dich und damit kriege ich dich jetzt halt doch nochmal in deine eigenen Gefühle. Ich habe hier immer ein Buch neben mir liegen von Rolf Dubelli, Wer bin ich? Er stellt 777 indiskrete Fragen. Ich habe ja von 2 Fragen abgesehen, habe aber die 3. Frage, die ich aufgeklappt habe, heißt das Wort, die da heißt, gibt es Gründe, die dich davon abhalten, dich selbst zu lieben? Liebe ist ein Gefühlswort. Schwierig. Ja, schon. Also es ist, ich habe festgestellt, wenn ich von irgendwas begeistert bin, dann läuft das alles von alleine. Also das ist so, da bin ich irgendwie so ein, keine Ahnung, mich auf irgendwas freue oder irgendwie so ein Thema ist, das einfach richtig geil ist. Also richtig, wo du sagst, boah, riesig geil. Dann ist das ein Selbstläufer. Dann brauche ich gar nicht mehr nachdenken, dann läuft das sowieso von alleine. Wenn die richtigen Fragen stellt, das richtige Zeug organisiert und dann geht's los. Wenn es aber nicht so ist, dann wird das ziemlich zäh. Also so, wenn man einfach meint, man muss irgendwas erzwingen, wo es eigentlich keinen Sinn macht. Also man hat so die Hoffnung, dass das dann anschließend sich aufgeht mit anderen Themen, dass das quasi dann ein rundes Gebild wird. Aber in der Sekunde ist das einfach 50-50, kann klappen, muss aber nicht. Ja. Und dann ist aber die Konstellation, jetzt hast du dich in diese Situation reingemanövriert. Warum? Warum machst du das? Im Nachhinein hat es natürlich dann immer einen Erfolg, gar keine Frage. Also viele Sachen, die ich halt irgendwo reingepresst habe, und man sagt, meine Fresse, was war das wieder für eine Aktion? Oft wird dann auch so ein bisschen sich rausgebunden, so, ich weiß nicht so recht, ob das jetzt wirklich, und wie mache ich das jetzt, dass das funktioniert? Im Nachhinein war das aber dann doch hilfreich, um dann dahin zu kommen, was man dann auch machen möchte. Aber eben in der Sekunde ist dann schon so dieses Teufelchen, das dann sagt, du bist ja doch voll Idiot, was ist das für eine Scheißaktion? Und genau das ist dann der Punkt, wo man dann sagt, ja, warum machst du denn das jetzt schon wieder? Und das ist dann eben genauso der Punkt, wo du dann selber irgendwie denkst, also ich will jetzt nicht sagen Hass, wo man sagt, jetzt machst du schon wieder so eine Scheiße, aber andererseits ist da schon so ein Punkt, erst dann, wenn es dann wieder locker läuft, dann ist dann so diese Genugtuung da. Gleichzeitig habe ich aber festgestellt, wenn es dann zu gut läuft, dann hast du aber auch keinen Bock auf nichts. Also dann ist wieder das Problem, ist dann das andere Extrem. Deswegen ist es halt immer so ein Auf und Ab. Deswegen ist es schon so ein Thema, wo einfach dann sagt, man fühlt sich selber nicht wohl. Das ist einfach so ein Ausbremsen. Dein Rezept für Selbstliebe ist deiner Begeisterung oder dem Pfad der Begeisterung folgen? Ja, eigentlich schon, ja. Die Begeisterung und halt irgendwie auch dann nicht bloß die Begeisterung, weil da habe ich viele Themen, endlos viele Themen, aber schon so irgendwie so eine Kombination aus, wo man einfach dann eine Idee hat, die probiert und auf einmal funktioniert das auf blöd. Also es hat funktioniert, aber man kriegt zumindest mal so ein Feedback, boah, das kann klappen. Und wenn dieses Klappen dann, wenn man sich dann ausmalt, wie das dann in der Zukunft werden könnte, wird das super. Man wird natürlich dann ruckzuck wieder ausgebremst, wenn man natürlich dann im zweiten Schritt alle Nebenaspekte berücksichtigt. Ja. Ich mache jetzt eine Firma auf dem Webshop, super. Ja, jetzt brauchst du erstmal einen Rechtsanwalt, dann brauchst du einen Webshop. Und dann merkst du schon, jetzt ist eigentlich... Dann der Detaillierte wieder. Genau, Ende. Dann war das jetzt gar keinen Bock mehr, irgendwas zu tun. Wir haben auch gestern darüber diskutiert. Mit der Begeisterung. Korrekt. Und das ist halt irgendwie, diese Begeisterung ist zwar da, aber dann die Umsetzung, die macht dich halt dann kaputt. Und das ist halt im Prinzip auch so ein bisschen eine Gefahr bei uns in Deutschland, dass du halt dann, wenn du dich was traust, viele kapieren es dann nicht und damit hast du auch dann Erfolg. Wenn du aber dann irgendwann mal irgendwo zum Stolpern anfängst, weil halt irgendeiner meint, er muss dir auf die Füße steigen, dann wird es halt spannend. Und das ist halt auch so, da ist halt zum Beispiel Amerika, ist das einfach egal, da habe ich halt eine Produkthaftung und ich hoffe halt darauf, dass keiner irgendwo mir auf die Füße steigt. Und dann mache ich halt relativ oft ein neues Produkt, dass halt die Produkthaftung klein bleibt. Das ist halt so die Herausforderung. Aber in Deutschland bin ich ja im Prinzip eigentlich so reglementiert, dass mir das eigentlich, da muss ich schon so genial unterwegs sein, um da wirklich was Großes zu zünden, oder mir ist einfach egal, ich mache es einfach. Da muss man aber auch dann der Typ sein, der das dann auch aushält, dass ich quasi bewusst weiß, dass das, was ich jetzt gerade mache, eigentlich so ein bisschen fahrlässig ist. Gleichzeitig der Erfolg oder der Mehrwert ist aber viel, viel größer als das, was potenziell passieren könnte. Aber sich das dann permanent einzureden und dann auch, das ist so ein bisschen Herausforderung. Und man ahnt ja auch, dass das irgendwie nicht ganz sauber ist und genau dieses Ahnen, dass das jetzt gerade nicht so rund läuft, das ist dann der Punkt, wo man dann selber sagt, mei, was machst du denn schon wieder und warum eigentlich? Und das ist dann diese Selbstliebe, wo man dann mal nachfragt und
Ja, ich wollte bloß das Gute. Also quasi, ich habe es ja gut gemeint. Eine gute Idee. Und das macht es halt ziemlich zäh. Und da, genau, kommt man verarschen, wenn man da alles ein bisschen mit sich selber hartet. Mit dir. Dir könnte ich ewig zuhören. Du trägst so viel Sympathie in dir, so viel Begeisterung. Also ich bin sehr begeistert von dir. Und auch wenn ich so denke, ich weiß ja nicht, ob das, was ich jetzt weiß über das Pilotensein... Was will der von mir eigentlich? Was will der von mir eigentlich? Nee, ich weiß so nicht, wie ich zu Piloten stehe in Zukunft. Aber das ist ein anderes Thema. Nee, du warst bloß im Bus einsteigen. Überlege mal, was der Busfahrer macht. Ja, da hast du gar keinen Bock mehr auf Busfahren. Aber das ist einfach, das ist der Leben und trotzdem passiert nichts. Das macht, der hat auch seine Probleme, sein Ding. Das läuft alles, so wie es sein soll. Das ist alles, jeder macht es vernünftig. Es gibt ein paar Ausnahmen, ab und zu geht es halt einmal in die Hose. Auto, wenn es ein Autounfall, jetzt hat gestern oder vorgestern irgendwie auf der A, wie auch immer, einen da bröselt. Da ist mir nicht der Brückenpfeiler draufgefallen oder irgendwie sowas. Das sind 10% Verluste. Ich meine, das ist einfach Lebensrisiko, da kommst du aus der Nummer nicht raus. Aber wie soll man sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass dich trifft, ging null. Deswegen, wie gesagt, wenn man da alles versucht, irgendwie in den Griff zu kriegen, dann kannst du dich eigentlich egal einrauben. Deswegen, man muss da Universum, du hast gehört, die Wahrscheinlichkeit ist gegen null. Ja, ist auch so. Lass uns in der Wahrscheinlichkeitsrechnung bleiben. Das heißt, dass uns jetzt quasi jetzt was draufgeht. Vulkan oder so, das ist gegen Null gehen. Deswegen, wie gesagt, unwahrscheinlich. Kann immer passieren, Erdbeben, so ein Erdloch runtergefallen, tot, ist alles möglich. Aber dass es stattfindet, null. Und deswegen, man sollte sich da nicht kaputt machen, sondern einfach ja, mit guter Laune nach vorne drücken und dann passt es. So, da ich deine Uhrzeit im Blick habe und weiß, dass du gleich aufhören musst, frage ich dich jetzt noch ganz kurz, wo findet man dich? Wo kann man diesen unglaublich lebensfreudigen, erzählenden und wundervollen Menschen finden? Das ist eigentlich ganz einfach. Und zwar mein Vorname ist Windtier. Das ist eigentlich fast eindeutig, also unique. Den gibt es eigentlich fast kein zweites Mal. Ich liebe diesen Namen, ja. Genau. Und ich glaube, ich buchstabiere das mal, damit das auch jeder kapiert. Und zwar hier gibt es einen Namen, umso besser, genau. Und zwar der Name ist im Prinzip halt Stadtpatron von Neuhausen in München. Und eigentlich, wenn man das so ein bisschen kombiniert, so eine Mischung aus Winfried und Günther. Und wenn man jetzt das Win und Ter in Windtier ändert, dann kommt man ziemlich genau an diesen germanischen Namen. Und das ist eigentlich dann sozusagen die Art und Weise und kennt aber keiner. Das ist für jeden so nach dem Motto Windtier, wie ist der Vorname? Das ist der Vorname. Und deswegen, wenn man da so ein bisschen googelt, da gibt es aber sofort ruckzuck, ich meine, windtierbrunnbauer.org, brunnbauer.org, da gibt es einfach laufen lassen, Google-Fragen und da gibt es beliebig viele. Lassen. Genau. Das ist der Vor-Nachteil von meinem Namen. Wie bitte? Das ist der Vor- und der Nachteil. Also Vorteil, man findet man sofort. Nachteil, man findet mich sofort. Und das ist halt leider dran. Du bist unglaublich witzig. Irgendwann will ich mal mit dir fliegen. Ich merke schon. Wir werden es auch überleben, 100%. Ich danke dir sehr, dass du im Einblick ins Gesicht warst und so viel Beweis dafür warst, dass es funktioniert und dass es wahr ist. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg beim Weltverbessern und Weltverändern. Und beim Pionier sein. Alles, alles Gute für dich und danke für dich. Danke dir. Bis dann, Windtier. Ciao. Tschüss.